Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. So, da stehen wir wieder vor dem Haus. Ich habe das ganze Zeug, was ich gebrannt habe, mittlerweile aus den Öfen rausgeholt. Und wir werden das Ganze jetzt mal zusammenklatschen und dann oben am Dach anbringen. Und dann sind wir hoffentlich fertig. So schnell kann es gehen. Also, so schnell wird es hoffentlich halt gehen. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal Blöcke. Und davon jede Menge. So, dann mache ich mal aus der Hälfte davon. Oh, verdammt, Moment. Hahaha. Dann machen wir mal einige Treppen. Aus der Hälfte ist gut, ne? Das wäre schön gewesen. Okay, 20 Treppen. Werden 20 Treppen ausreichen? Wohl nicht, aber wir werden erstmal gucken, wie weit wir kommen. So. Und wie weit ist es jetzt hier geworden? Nein, das ist nicht höher gewachsen. Ach, scheiße, machen wir es so. So, so dürfte es jetzt aber gut sein. Ja. Okay, und dann brauchen wir einmal das hier. Und einmal das hier. Gott sei Dank habe ich hier wenigstens noch keine Gläser eingesetzt. Oh, 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 gefährlich, gefährlich. Dann machen wir das mal so. Okay. Und wie war das jetzt hier? Also. Ja. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Shit. Nochmal nach oben. So. Und so. So. So, so. Ach so, ja, hier auch nochmal in diese Richtung. Einmal so und einmal so. Das hier kommt weg, weil wir da gleich Erde hinmachen. Genau. Und die kommen weg, weil hier Treppen hinkommen. Sehr schön. Schön. Genau. Und Fenster natürlich. Ich lasse die Fenster jetzt erstmal. Ich lasse die Fenster mal, weil mal gucken, was passiert. So. Okay. Ach, hier vorne könnten wir rein theoretisch jetzt rechts und links doch schon eine Falltür anbringen, ne? Okay. Gut. Und das gleiche nochmal auf dieser Seite hier. Oh, sollte es doch auskommen. Habe ich 6 Stück an jeder Seite gebraucht von den Treppen? Oder brauchte ich 8? Hm. Ja gut, ich meine, wir haben jetzt nur geguckt, wie es aussieht mit einer Gaube. Aber hey, ich gehe mal davon aus, dass es mit 2 Gauben auch cool aussieht. Genau, machen wir hier auch direkt. So, heißt Erde, Erde. 1, 2. Ach verdammt, das reicht zumindest an Treppen doch nicht aus. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. So, hier brauchen wir Block, Block, Treppe. Treppe, 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 Treppe. Genau, und ich brauche 2, 4, 6, 8 Stück. Ich brauche 8. Ich habe aber nur 4. Das heißt, es macht Sinn, direkt nach unten zu gehen. Ah, da komme ich so nicht dran. Ja, gehen wir direkt nach unten. Ah, endlich, endlich, endlich hat dieser Block um die Ecke geschafft, grün zu werden. Wieso hat denn es so lange gedauert? Und hatte es jetzt etwas damit zu tun, dass ich den einen Block dahingesetzt habe oder nicht? Das ist die große Frage. So, 8 Stück dürften jetzt reichen. Dann bringen wir das Ganze zu einem Abschluss. Dann brauchen wir wirklich nur noch zu warten, dass es halt begrün wird.
begrünt wird. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn ich von der anderen Seite auch direkt eine Treppe hier nach oben mache. 43 habe ich dabei, das sollte ausreichen. So, Erde. Zack. Gut, dass sich das auch hier mit den Treppen verbindet. Ist hübsch. So. Ah, jetzt ist sie kaputt gegangen. Oh no. Jetzt muss ich diese Cobblestone-Treppe mit den Fäusten abbauen. No, das dauert ewig. Und ich krieg noch nicht mal dann die Treppe raus. Sie ist kaputt gegangen. Einfach kaputt gegangen. So. Eine. Zwei. Drei. Ach, scheiße, jetzt habe ich's gewusst. No! Weil mein blöder Bildschirm wieder meint, Energiesparmaßnahmen? Ja, soll ich mal ausschalten? Jetzt muss ich im Ernst, na gut, ich habe ja was dabei. Dann bauen wir uns jetzt halt eine Steinspitzhacke. So. Für dieses eine Teil da. Okay. Ist am Start. Guck mal, wir bauen einfach hier direkt uns von unten nach oben. So, wie machen wir das am besten? Ich würde fast sagen, von hier aus. So, von hier aus. Zack. Huch, mein Handy. Gibt Geräusche von sich. Ist bestimmt Discord. So. Ich habe in letzter Zeit auch viel anderes mit Blöckchen gemacht. Und zwar habe ich mal mich am Pixeln versucht. Für meinen Twitch-Account habe ich ja einige Pixel-Emojis, die ich meinen Subscribern anbieten kann. Toll. Jetzt ist es so duster. Was ist das da? Oh, fuck. Moment. Ein bisschen Licht. Und schnell bitte ab ins Haus. So, also ich habe für meinen Twitch-Account, für meine Subscriber, ja einige Emojis. Das Bett ist zu weit entfernt, okay. Und ja, ich habe mal angefangen, weitere zu pixeln. Die ersten drei, die ich habe, habe ich quasi gekauft. Die habe ich bestellt bei der Streamerin und ehemaligen Let's Playerin Mia Maus. Ach, es war ein Schaf, okay. Hatte allerdings schon ziemlich konkrete Vorstellungen davon, was ich haben möchte. Und für eins der Emojis hatte ich tatsächlich auch schon eine ziemlich gute Vorlage gemacht. So, da sie jetzt aber in nächster Zeit leider nicht dazu kommt, weitere meiner Pixelwünsche umzusetzen, habe ich mich einfach mal selber dran gemacht nochmal. Ich habe ja schon mal eine ganze Ladung Alpakas selber gemacht, die sind auch ganz süß. Finde ich, sind mir selber sogar auch ganz gut gelungen. Boah, ich kann nicht klagen. Aber neue werden vielleicht in Bälde gebraucht. Man weiß es noch nicht. Ich finde, mit meinem Kanal läuft so ganz gut und ich baue da dann lieber vor. Lieber habe ich einige Emotes ein halbes Jahr lang rumliegen, bevor ich vielleicht irgendwann die Twitch-Partnerschaft bekomme oder nicht, als dass ich sie nicht habe. Und ich habe dann immer noch die Möglichkeit, sie entweder im Discord zu benutzen oder aber auch in Better Twitch TV. Dann wechselt man halt einfach mal. Aktuell habe ich da ja 5 Emojis und dann kann man ja auch mal wechseln und nimmt andere. Die Aussicht gefällt mir gut. Das ist richtig schön hier. Man kann ein bisschen auf den Park gucken. Ja, man sieht hier hinten auf das Universitätsgebäude. Noch sieht es vielleicht auch schön aus, weil so viel Grün drumherum ist, ne? Hätte ich mir so mal hier so ein Starterhaus gebaut. Naja, aber insofern hatte ich auch in letzter Zeit viel mit Blöckchen zu tun. Denn, wie gesagt, ich mag Pixel-Emojis. Ich mag ja auch schließlich Minecraft. Irgendwoher
muss meine Leidenschaft für Minecraft und diese pixeligen Texturenpakete, die ich nutze, ja auch kommen. Naja, auf jeden Fall habe ich gepixelt. Und es sind echt ganz nette Kreationen bei rausgekommen, muss ich schon sagen. Gefallen mir selber. Das ist nicht so schnell passiert. Doch, das sieht gut aus, finde ich, mit den andersfarbigen Gauben. Ja, und ich werde ganz sicherlich nicht hier vorne irgendwie nochmal eine Umrandung in einer anderen Farbe machen. Wenn da oben jetzt gleich noch, was heißt gleich? Wenn da oben dann auch noch Blumen drin sind und Falltüren davor, dann denke ich mal, sieht das noch besser aus. So, ich nehme die mal weg. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es eher stört. Ja, beim Begrünen. Wenn zu viel von dem Zeug da ist. Und ich muss mal unten den Wasserfluss ausstellen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. So, und hier auf der Seite geht es vielleicht sogar schneller als auf der anderen Seite, weil wir nämlich hier auf der Seite mehr Licht haben. Gut. Wie machen wir das denn jetzt hier mit dem Boden? Auch Birkenholz habe ich ja unten in der Kiste. Es geht hier echt nicht besonders schnell, ne? Meine Güte. Naja, ich will mich nicht beschweren. Es ist ja auch die der Sonne abgewandte Seite des Hauses. Gut. Kümmern wir uns um den Boden. Zack, zack, zack. Ich mach mal Slabs oder Bretter. Ich glaube, ich hole erstmal noch eine Leiter. Um nach ganz oben zu kommen, ist eine Leiter sicherlich vernünftiger, als nochmal eine ganze Treppe zu bauen. Dafür ist das Haus einfach nicht groß genug, um da von oben bis unten eine Treppe reinzuziehen. Außerdem, wenn man, glaube ich, oben ankommt, dann ist dann die Hälfte des Raumes eingenommen durch Treppe. Das ist ja irgendwie blöd. So. Eigentlich müsste ich schon noch mal gucken, ob sich die FPS wenigstens von den Zahlen her, vom Gefühl her nicht besonders, aber von den Zahlen her verbessert haben. So, und das kann jetzt ja auch weg. Blub, 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 blub. Fertig. Sehr gut. Und ich habe noch jede Menge rohen Ton, den ich noch verwenden könnte. Ach, super. So, das kommt weg. Und das kommt weg. Sehr schön. Und Leitern brauche ich. Ich nehme an, dass 61 ausreichend sind. So, Halloween. Mal gucken, ob Minecraft oder Mojang oder Microsoft uns auch dieses Jahr wieder mit irgendetwas Besonderem überrascht. Also irgendwelche neuen Skins für die Monster, die dann überschrieben werden. Zumindest für ein paar Tage lang. Ach man, cool fände ich das wirklich, wenn es mal so eine Art kleines Abenteuer gäbe, was man sich runterladen kann. Also von offizieller Seite aus. Ich habe ja im letzten Jahr dieses Minecraft-Special gehabt zu Halloween. Würdet ihr euch sowas wieder wünschen? Ich finde ja, sowas kann man in Minecraft ganz gut machen. Also, vielleicht machen wir die Tür lieber zu. Wer weiß, was hier so. Oder wer hier sonst noch plötzlich hereinstolziert, ne? Erde fällt vom Himmel. Erde, Erde. Oh nein, diese Erde doch nicht. Ah, diese Erde wollte ich doch nicht rausnehmen. Ach, verdorri. Ach, Mann. Na egal. Ich baue mir mal kurz hier einen Ups-Tritt hin. So, die Erde musste stehen bleiben. Genau, das ist nämlich meine Blumenerden-Erde. Gut, ja, wir könnten Holzbretter nehmen. Ist vielleicht sogar sinnvoll, ha? Huh? Der Raum ist wirklich hoch genug. Da brauchen wir dann nicht auch noch Slabs nehmen. Ach ja, stimmt. Diese schöne Decke von unten. Ach, herrlich. Ach so, ja, und ich kann ja sogar einen Zwischenraum lassen.
Da hinten sieht man eh nichts von. Huch, hier muss ich aufpassen, nicht dass ich runterfall. Und jetzt, wo geht's hoch? Wo geht's jetzt hoch? Ich denke mal, es macht Sinn hier irgendwo hinten. So. Oder hier. Wie sieht's denn hier aus? Wobei, da könnte direkt die Schräge kommen, ne? Ah ja, die Schräge, da ist zu krass. Wir könnten es zwar machen. Und zwar müsste ich dann hier nochmal so einen Stamm hinbauen. So hier rauf und dann da wieder direkt die Treppe rauf. Das ginge eigentlich, ne? Guck mal, da habe ich noch. So, so. So ginge das. Könnte man dann auch hier so machen, oder? Oder? Ah, nee, 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 nee. Muss hier sein. Muss leider da sein. So, dann kann man hier raushüpfen. Genau, genau. Und dann kann man hier unter die Schrägen noch Truhen stellen zum Beispiel. Oder Bücherregale. Man kann theoretisch auch unter die Fenster die Bücherregale machen, ne? Das ging eigentlich auch. Ich habe ja jetzt auch wirklich viele Bücher. Ah, hier könnte man so eine schöne lange Bücherregalwand machen. Ich habe sogar tatsächlich durchs Fenster geholt, das Erdbubbelchen hier. Wie cool ist das denn? Ah, da geht's auch schon schön vorwärts. Sehr gut. Ich hätte es hier einfach nochmal neu machen sollen. Naja, gut. Ich kann jetzt aber den Baum hier wegnehmen, ne? Den kann ich jetzt hier wegholzen. Plop. Jetzt brauche ich den nämlich nicht mehr als Steighilfe. Ah, der könnte ja eventuell auch stören, ne? Ich weiß es nicht, aber... Hopp, da ist nichts mehr. Kein Holz mehr. Nun gut. Dann geh du mal weg. Wer weiß. Vielleicht fällt dann sogar am Morgen auch mehr Licht hier auf die Erde, sodass wir dann ganz bequem und ganz schnell hier oben die grünen Blumenkästen haben. Das wäre ja cool. Oh, es gefällt mir. Jetzt muss man sich leider zwar noch irgendwie die Erde wegdenken. Aber so im Großen und Ganzen gefällt es mir bisher. Ich würde so ein Haus auch nehmen. Würde ich nehmen. Guck mal, wenn wir hier raufkommen, haben wir es aktuell noch sehr dunkel. So, dann machen wir das mal so. Da eins und da eins. Und dann mache ich jetzt auch hier die Glasscheiben rein. Oh, es sind nur zu wenig, ne? Sind zu wenig. So, da ist schon zu. Hier machen wir auch zu. Jetzt habe ich nur drei. Drei sind zu wenig. Ach Mensch. Und noch eine einzige Fackel habe ich hier. Ah, gut. Oh. Kann es sein, dass ich da auf der anderen Seite... Ah, da habe ich Treppe, tatsächlich. Ein Stückchen Treppe. Und wo ist jetzt meine Fackel hingefallen? Hä? Fackel! Hallo! Was? Wo ist die Fackel hin? Oh, die Fackel ist weg. Warum ist denn die Fackel weg? Habe ich die jetzt einfach verloren, weil ich versucht habe, die an eine Treppe dran zu machen? Really? Ach, das ist ja doof. Okay, 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 okay. Ich brauche also Glas. Hatte ich denn hier noch welches drin? Oh ja, oh ja. Dann ist ja gut. So. Achso, ich muss mich hier oben auf die Treppe stellen. Schwupps, damit ich auch hier ordentlich raushüpfen kann. Zack und zack. Hier noch der letzte drin. Prima. Ach, guck mal, und da ist jetzt meine Fackel wieder. Schau an, schau an. Wo machen wir die denn dann dran? Da, hä? Wobei, das ist blöd. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Wirklich nicht. Gefällt mir nicht so gut. Hm, vielleicht arbeite ich hier auch noch mit Glowstone. Was könnte man denn hier machen? Hä? Was macht man denn hier für einen Raum? Hm.
Keine Ahnung. Was man hier auf jeden Fall machen kann, ist, man benutzt mal hier Holzfalltüren. Eigentlich bräuchte ich 2, 4, 6, 8 Stück für oben für die Blumenkästen, aber da ich die eh noch nicht dranbringen kann, können wir auch genauso gut erstmal noch was anderes machen. Zum Beispiel hierzu, plupp, damit da nicht jeder einfach so runterfallen kann. Und, was ich auch noch machen könnte, ist, wir könnten hier auch noch, achso, wartet, das ist doof. Das ist die falsche Richtung, eigentlich müsste es genau andersrum angebracht werden, ne? So, wenn ich hier jetzt von hier aus, ha! So ginge das. Allerdings ist dann der Platz dahinter völlig nutzlos. Das ist doch kacke. Okay, das bringt nichts. Machen wir also weg. Dann habe ich jetzt auch noch 9 Stück, die reichen dann für oben. Gut, man könnte natürlich, um einen schönen Abschluss irgendwie zu machen, hier nochmal sowas drauflegen. Na so. Sieht aber auch doof aus. Man könnte da natürlich eine Falltür drauflegen. Ich glaube, das wird aber genauso blöd aussehen. So, ja. Man könnte natürlich den Bereich hier abdecken. Allerdings auch nur bis hierhin. Hier kann man nichts mehr drauflegen. Was machen wir denn? Was machen wir denn mit dem Bereich da? Ich hätte Akazienholz. Ich lasse das dem Kreativkommando. Ich würde jetzt hier wahrscheinlich eine Regale hinstellen. Also hier so kleine Tischchen mit Blumen drauf oder so. Soundelemente gehen auch. Irgendwas in der Art. Jo, also ich würde sagen, wir haben es mit dem Haus. Auch Garten werde ich hier jetzt gar nicht mal dran machen, denn das soll das Kreativkommando dann machen. So, Grünzeug ist jetzt bis dahin gekommen. Auf der anderen Seite bestimmt schon weiter. Ah, nee, doch nicht. Okay. Das heißt, warten. Warten, 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 warten und warten ist jetzt angesagt, bis oben alles begrünt ist. Tja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann ist das Haus vielleicht sogar schon kompletto tuto fertig, denn ich habe jetzt heute 3 Folgen aufgenommen. Und wenn ich mal davon ausgehe, dass wir vielleicht tatsächlich im Stream mal ein bisschen was machen, dann, ja, dann ist das Haus vielleicht beim nächsten Mal schon fertig. So, aber wie gesagt, ich bin raus für heute. Mach's gut, tschüss.